Okay. Willkommen. Wie ihr merkt, Charlie ist in der Box. Professor Hiller hat sich für heute entschuldigt, deswegen ist er heute am Rechner mit dabei. Außerdem haben wir uns die Freiheit genommen, diesen Vortrag aufzuzeichnen. Das heißt, überlegt euch wohl, was ihr tut. Das ist wie beim Committen. Das kann alles brechen. Und ja, so möchte ich euch begrüßen zur heutigen Vorlesung, Vortrag, was so ein bisschen außerhalb steht zum Thema Testautomatisierung. Ja, wir hatten ja schon ein bisschen das Vergnügen miteinander, aber rein formell kurz nochmal ein Hallo. Ich bin der Theo, ne? Wissenschaftlicher Mitarbeiter am QDS und Unternehmer über die letzten 10, 20 Jahre in wechselnder Reihenfolge. Ich weiß nicht, so genau hat man uns ja noch nicht kennengelernt, eigentlich ausgebildeter Elektrotechniker hier aus der TU Berlin. Und ich bin im Bereich Telekommunikation und Testen seit 20 Jahren jetzt, 96, 21 Jahren unterwegs, habe mich dabei sehr stark mit dem Thema Testautomatisierung beschäftigt und an dem TDCM3 Standard mitgeschrieben. Ein paar der Standards sind aus meiner Feder mit Kollegen zusammen, etc. pp. Also letztendlich haben mich die letzten 20 Jahre dazu getrieben, Testautomatisierung nicht nur zu beschreiben, Methodiken dafür zu entwickeln, sondern sie auch aus unserer Sicht in neue Domänen, ich komme aus der Telekommunikation, aber von dort aus in neue Domänen zu treiben. Das ist so der fachliche Hintergrund, warum ich mich, glaube, berufen fühle, hier ein paar Worte dazu zu verlieren, das eine oder andere zu erzählen. Aber wer ist er eigentlich wirklich? Und ich denke, hier auch in unserer Runde kann man das vielleicht auch noch ein bisschen von der anderen Seite beleuchten. Na, erst einmal, wie man im Namen sieht, Deutsch nicht nur. Das heißt, so Neudeutsch ist das Anwesen mit dem Migrationshintergrund. Ein Grieche und Deutscher, eigentlich nur Grieche, aber meine deutschen Freunde sagen, ich bin Deutscher als Deutsche, was sich manchmal daran ausdrückt, dass man versucht, Sachen richtig zu machen, sehr systematisch, was den Griechen vielleicht nicht ganz so immer innewohnt. Ja, Familie hat man auch, das heißt, mit Menschen geht man auch ab und zu mal um in der einen oder anderen Form. Aber was wir besonders gut kennen, insbesondere als Griechen, ist Essen. Und zwar gutes Essen ist sehr, sehr, sehr wichtig. Was wir aber noch besser kennen, ist Trinken. Essen und Trinken zusammen ist die ideale Grundvoraussetzung, was wir glauben, das Leben etwas entspannter anzugehen. Und das treibt mich letztendlich auch immer wieder, wenn ich über Automatisierung nachdenke, weil 20 Zeilen Code geschrieben oder darüber nachgedacht, wie sie schreiben, macht das Leben irgendwie angenehmer, als 20 Mal den gleichen Test auszuführen. Aber das habt ihr ja schon erlebt. Manchmal geht es nicht schnell genug, muss man sich auch ein bisschen bewegen und nicht nur rumliegen. Das heißt, Motorradfahren tue ich ganz gerne, immer mal wieder in verschiedenen Arten und Weisen, je nachdem, wo man unterwegs ist. Und wenn das nicht reicht, dann geht man von der Horizontalen in die Vertikale. Und ja, schaut mal nach, was es bedeutet, kurz vorm Abgrund zu stehen und dann doch zu springen, sprich den Commit doch 2 Minuten vor dem Schließen zu sagen und dann die Prügel dafür einzustecken. Oder hoffentlich auch nicht. Laufen, ihr seht hier, ich habe Kopfhörer drin, damit wir das mit dem Audio ein bisschen auf die Reihe kriegen. Die kommen vom Laufen. Laufen ist eine schöne Sache. Man kann darüber nachdenken, über das, was man tut, finde ich. Ist aber auch ein Mannschaftssport, insbesondere wenn man im Team läuft. Und während man so läuft, das ist mir mal passiert, in Hollywood habe ich den wichtigsten Schauspieler meines Erachtens nach, der einen Stern auf dem Walk of Fame hat, Kermit the Frog, gefunden. Ich fand das besonders schön. Das sind so die kleinen Sachen, die kleinen Effekte, die man so findet, wenn man sich intensiv mit Sachen auseinanderstellt. Aber letztendlich, ich sagte bereits, ich bin nicht nur Wissenschaftler und letztendlich Tester, sondern auch irgendwie Vertriebsmann. Und wir sagen im Vertrieb, dass der Pessimist typischerweise sagt, ne, das Glas ist halb leer. Der Optimist sagt, das ist halb voll. Und deswegen würde ich jetzt mal gerne über die Vorzüge von ICE reden. Also hier im Projekt AMOS, agile Methoden, lass uns mal über Testautomatisierung reden. Ich sagte bereits, Testautomatisierung ist für mich
sehr eng gekoppelt an der Technologie CTCM3, die ich ein bisschen euch näher bringen möchte, weil ich glaube, dass sie ein sehr gutes Vehikel sein kann, verschiedene Probleme, über die man im Laufe seines Programmiererlebens, Entwicklerlebens, aber auch Projektlebens stolpert, immer mal wieder zu adressieren. Trotzdem erst einmal ein bisschen Motivation. Warum macht man das? Wo kommt das her? TDCM3 möchte ich dann ein bisschen mehr im Detail einführen, sodass ihr irgendwann mal entscheiden könnt für euch selber, brauche ich das oder wann brauche ich das? Oder wann könnte ich es gebrauchen? Gut. Testen. Testen ist eine wichtige Sache. Was kostet Testen? Das ist, ich sagte bereits, Unternehmer, das ist wohl Kosten. Und warum mache ich, also das ist so eine andere Art der Motivation. Warum mache ich das? Entweder das befriedigt mich oder es kostet Geld oder spart Geld. Angefangen hatten wir damals mit Testing Technologies in meinem Unternehmen im Jahre 2000. Da gab es eine schöne Studie vom NIST aus den USA, die das mal untersucht haben, was es bedeutet, wenn ich mich nicht vernünftig mit dem Testen auseinandersetze. Wenn ich es nicht systematisch antue und ich finde die Zahlen so schön, die muss ich euch einfach näher bringen. In diesem Report steht drin, dass die US-amerikanische Wirtschaft, man kann von ihr halten, was man will und so weiter und so fort, aber im Jahre 2002 war die Erkenntnis, dass die US-amerikanische Wirtschaft pro Jahr 60 Milliarden US-Dollar verliert, weil sie nicht adäquate Software-Testing-Strategien und Tools hat. Ich finde das ist eine enorme Summe. Aber gut, was heißt verlieren? Na gut, wenn ich nicht ändern kann, kann ich nicht ändern, habe ich halt nicht. Spannender finde ich vielmehr die Frage, wie viel kann ich gewinnen, wenn ich sie dann hätte? Also wenn ich da jetzt einen Fortschritt machen könnte, dann sagst du, ein gutes Drittel davon könnte man einsparen an diesen Verlusten, was es nicht kostet. Also über 20 Milliarden könnte die US-amerikanische Wirtschaft verdienen in dem Sinne, wenn sie vernünftige Testtools und Testmethoden hätte. Und das alleine reicht, glaube ich, aus, um sich darüber schon zu überlegen, dass Testen eine wichtige Angelegenheit ist. Und wenn sie es verlieren und nicht tun und nicht haben, heißt das ja, die sind ja nicht alle doof. Also gibt ja einen gewissen inneren Druck und trotzdem wurde es nicht gemacht. Das heißt, wo sind die Grenzen? Warum? Woran liegt das alles? Gut, 2002, wir sind jetzt in 2017, viel ändert sich, auch die USA haben sich geändert. Wohlgemerkt, solche ähnlichen Fragestellungen hat man immer wieder beobachtet. Aber wie sieht die Sache eigentlich heute aus? Wenn wir uns den World Quality Report 13-14 anschauen, wenn man sagt, okay, wo kommt eigentlich die Qualität in unserer Software her? Was sind die Probleme? Dann sieht man ungefähr, dass 23% des IT-Budgets in Qualitätssicherung bzw. Testen gesteckt wird. 23%, ein gutes Viertel, sieht schon mal ganz gut aus. Ungefähr jedes fünfte Unternehmen weltweit hat ein eigenes Test, eine eigene Testabteilung, wie es hier heißt, Test Center of Excellence, das heißt, beschäftigt sich sehr vernünftig oder strukturiert mit der Fragestellung Testen. Also wohlgemerkt, das ist jetzt 11 Jahre später, 12 Jahre später zu den ursprünglichen Zahlen. Was wir aber sagen, und das ist jetzt nur 4 Jahre her, dass die größte Challenge, die größte Herausforderung im gesamten QA-Thema ist, dass wir keine vernünftigen Prozesse und Methoden haben, es zu tun, wirklich zu testen. Das heißt, über die Hälfte der befragten Unternehmen sind der Meinung, eigentlich ist das, was ich habe, nicht ausreichend. Erstaunlicherweise ist das zum vorherigen Report, wo nur ein Drittel der Unternehmen der Meinung waren, gestiegen. Woran liegt das? Es liegt sicherlich auch an der immer weiteren Verflechtung der IT mit dem, was wir so tun, mit dem, wo Software eingebettet ist. Und das heißt, wir sehen oder wir müssen uns die Frage stellen, sind die Prozesse, sind die Methoden, die wir zum Testen anwenden, die Tools, unsere Erkenntnisse, halten damit Schritt, wie schnell wir entwickeln können. Und wenn wir uns an den Vortrag letztens vom Stefan erinnern, da sagt er, ja gut, wir wissen, wie wir Software entwickeln. Das ist so Haken hinter. Entwicklung ist eine Sache. Qualität, hochqualitativ das zu entwickeln, ist zumindest aus dieser Sicht etwas in Frage gestellt.
Jetzt kann man sagen, okay, 4 Jahre in so einer schnell drehenden Welt, kann man noch weiter gucken. 15, 16, der Report vom ICQB, ist die Frage, wie viel vom IT-Budget wird denn eigentlich ins Testen gesteckt? Das ist eine Umfrage in fast 90 Ländern gestellt worden. Da sagen 2/3 der Unternehmen maximal 1/4. Das heißt, vom Jahre 2013 bis 2015, 16 ist nicht wirklich viel passiert. 1/4 des Budgets geht ins Testen. Und was ist die Prognose, was passieren wird? Ebenso wieder fast 2/3, 59% sagen, das Budget wird steigen. Und dabei sagen ungefähr 30-40% dafür, dass es bis zu 30% steigen wird, das Budget. Das heißt, die Erkenntnis ist da und das ist faszinierend. Seit dem Jahre 2002, also in den letzten 15 Jahren, ist die Erkenntnis da, wir testen nicht richtig, wir haben Verluste, wir gehen, wir müssen mehr machen, wir müssen mehr machen und trotzdem gibt es da Grenzen. Gut, kurz erstmal, testen ist eine schöne Sache, um zu sehen, wo steht man. Deswegen testen wir mal euch. Findet ihr es im folgenden Text. Könnt ihr erzählen? Ja, ein Projekt hat Druck. Den kennt man manchmal nicht. Wie viele Fs habt ihr gezählt? 6 sind drin. Ja, gut, ich hätte auch 10 und 20 und 30 Sekunden geben können. Es sind 6 drin. 3, wenn man findet, ist okay. 6, alle 6 zu finden in dieser kurzen Zeit geht gegen unmöglich. Aber das zeigt uns auch die Grenzen unserer Fähigkeiten, mit den existierenden begrenzten Ressourcen umzugehen. In diesem Fall Ressource Zeit. Steht in Konkurrenz mit Aufmerksamkeit, die ihr hattet. Und trotzdem letztendlich versuchen, eine möglichst hohe Qualität zu erhöhen. Und ja, auch fehlerhaft, ich habe auch schon mal gehört, 7 und 8. Weil ich mache mal eine Prognose, wird schon klappen. Auch das passiert. Gut, egal, das jetzt. Das beschreibt so ein bisschen den Zustand, in dem wir uns befinden und warum wir auch in QDS und Quality of Distributed Systems versuchen, damit zu beschäftigen, wie kann ich Software, hochqualitative Software entwickeln. Und da kann man das unterscheiden in die verschiedenen Stufen. Wir können natürlich über Menschen reden. Wir haben darüber gesprochen, dass es wichtig ist, auch wie wir agieren. Wir können über Prozesse, darum geht es in diesem Projekt, Prozesse einzuhalten, zu entwickeln, weiterzuentwickeln, sie zu leben, die Menschen, die dort sind, bei der Erstellung der Software. Es geht natürlich um die Produkte, die entwickelt werden, integraler Bestandteil. Aber es geht auch sozusagen, wie ich sie betreibe und wie ich sie warte. Das alles sind Dimensionen, die dazu beisteuern, dass wir wahrnehmen, dass Software, ein Stück Software, ein Produkt als hochqualitativ anzusehen. Wenn irgendwo was fürchterlich im Argen an der Stelle ist, wird es irgendwo schleifen und dann kommen wir dann nicht weiter. Lass uns beim Produkt ein bisschen weiter hineingucken. Da kann man unterscheiden, auf der einen Seite es zu bauen. Das ist das, was ihr im Projekt macht, an den Anforderungen ein Produkt aus den Anforderungen heraus, aus der Vision heraus, ein Produkt zu bauen und dann zu analysieren, den Zustand zu beschreiben, in dem ich mich befinde. Und damit immer gegen abzuwägen, bin ich denn da, wo ich eigentlich hin will. Gucke ich weiter in Analyse, unterscheiden zwischen statischen Tests, das heißt Tests, wenn das Programm nicht ausgeführt wird, wir sprechen hier immer noch über Software, aber es ist letztendlich auch auf viele andere Sachen übertragbar. Und wir können in den statischen Tests sprechen wir über statische Analysen und über Review. Da unterscheiden wir das. Man kann sich das als Richtlinie nehmen. Statische Analysen sind tool-supported. Das heißt, wenn ihr solche Sachen wie Code Coverage versucht abzudecken oder Coding Rules einzuhalten, das wäre zum Beispiel eine statische Analyse, da könnt ihr ein Tool drüber laufen lassen. Review wäre
wenn ein Mensch drauf schaut und sagt, sag mal, ist denn das richtig? Funktioniert denn das? Sieht denn das gut aus? Passt denn das zu meinen Requirements? Ist denn das, was implementiert wurde, überhaupt das, was ich wollte? Das sind alles Review-Techniken. Und dann gibt es die dynamischen Tests. Dynamischen Tests ist, wenn das Programm ausgeführt wird und ich letztendlich sein Verhalten, sein Versprechen überprüfe, ob es das tut, was es tun soll. Wie auch immer ich es beschrieben habe. Wir unterscheiden dort zwischen Blackbox-Testen, Whitebox-Testen, zwischen Simulationen, zwischen Prototypen etc. pp. Aber wir sprechen dann hier, wie gesagt, vom dynamischen Test, wenn ich es ausführe. Startet, wenn ich das genau gegeneinander vergleiche, im Entwicklungsprozess werden verschiedene Artefakte produziert. Dokumentationen, also ihr habt zum Beispiel euer Backlog, wir haben Modelle, wir haben formalen Text eventuell, wir haben natürlich den Programmcode. Und das Programm ist eine statische Beschreibung eines Prozesses. Erstmal steht er da unverändert da und irgendwann wird er ausgeführt. Im dynamischen Test überprüfen wir die Resultate, indem wir das Resultat interpretieren über das, was es eigentlich tun sollte. Und wie gesagt, es wird im statischen Fall wird es nicht ausgeführt, sondern nur angeschaut. Also so wie das Programm, wie wir es hingeschrieben haben, erst einmal ist, ohne es zur Ausführung zu bringen. Man kann auch sagen, dass statische Tests im Allgemeinen Probleme finden, die Ursachen von Bugs sind, wenn ich es mir anschaue, anstatt die Fehler selbst zu finden. Man kann auch sagen, okay, irgendwo kriege ich wie findet man das am besten, wenn ich einen dynamischen Test durchführen lasse und da kommt der, ey, das funktioniert nicht, dann guckt einer auf den Code, guckt sich das lange an, fragt im Zweifel noch seinen Kollegen, sag mal, wieso geht denn das nicht? Und beim Angucken findet er das Problem. Also die Ursache des Problems. Und wenn man das vorher tut, kann man Ursachen finden, bevor sie auftreten. Gut, zurück zum Testen. Testen ist ein technischer Prozess. Es ist letztendlich ein Experiment, welches mit dem Softwareprodukt durchgeführt wird. Das muss man sich immer vorstellen. Deswegen finde ich das ganz schön, als ich Kind oder Jugendlicher war, wusste ich nicht, werde ich Physiker oder werde ich irgendwas anderes. Eigentlich wusste ich es gar nicht so richtig, aber man hat auch eine gewisse Affinität auch zu der echten Welt. Deswegen finde ich den Begriff Experiment, ich spiele mal mit rum, ich lasse mal was fallen, sehe, ob es kaputt geht, immer ganz passend. Aber wir beschäftigen uns sehr häufig mit dem kontrollierten Experiment in einer kontrollierten Umgebung, was eine Prozedur, einer wohldefinierten Prozedur folgt. Und was wir vorhaben, wir wollen ein oder mehrere Charakteristiken dieses Produktes beobachten und es gegen die Erwartung vergleichen. Und ich als Tester bin immer sehr zufrieden, wenn ich die Abweichung finde. Dann sage ich, das ist noch nicht ganz so das, wie wir das haben wollten, also so ein bisschen Daseinsberechtigung. Letztendlich, indem wir die Abweichung des aktuellen Zustandes von der Requirement letztendlich demonstrieren. Wenn wir niemals etwas finden, das war immer so eine Anmerkung von, die man aus Management oder von Projektleitung hat, wozu muss ich dann noch testen? Dann mache ich ja keine Fehler. Glaub mir, ist nicht so. Nur weil ich vorher gewusst habe, dass ich nachgucke, habe ich sehr häufig auch schon Fehler vermieden. Gut. Sinn und Zweck dieses Talks ist, euch die Testautomatisierung näher zu bringen. Dazu muss ich mir überlegen, was ist eine Anforderung an ein Testautomatisierungssystem? Und es kann die Anforderung kann es nicht für sich alleine haben, sondern es muss natürlich sich auf die Testobjekte beziehen oder das System unter Test, das, was ich teste. Und moderne, kann ich moderne sagen? Also ich sage das schon so lange. Irgendwann waren es mal moderne, inzwischen sind es die normalen Systeme, also die üblichen Systeme sind also sie bestehen aus vielen verschiedenen Komponenten, die interagieren. Das ist für euch wesentlich intuitiver zu begreifen, als es ursprünglich mal gemeint gewesen ist. Da hatten wir viele monolithische, große monolithische Software, die für sich da war. Eine Desktop-Applikation ist so ein klassisches Ding, das steht so für sich da, werkelt vor sich hin. Deswegen muss ein Testsystem die Fähigkeit haben, über Testkomponenten zu verfügen, die auch zur
Funktionalität des Systems uns das beifügt, zum Beispiel wenn ich eine Komponente nicht habe oder sie ersetzen möchte, dann muss mein Testsystem die Möglichkeit haben, sowas abzubilden, sowas nachzubilden, nicht nur zu interagieren, sondern auch zu simulieren an gewissen Stellen. Moderne Systeme sind verteilt, wem sage ich's? Auch das ist keine kein Naturgesetz. Viele der aktuellen Systeme sind verteilt. Das heißt auch verteilbare Testaufbauten. Sie sind dynamisch, unsere Systeme. Das heißt, ich brauche auch Testsysteme, die dynamisch mit dem System wachsen, die zum Beispiel mehr Last erzeugen können oder neue Funktionalitäten hinzunehmen, wenn irgendein gewisser Zustand eingeschaltet wird. Das heißt, eigentlich brauche ich sehr, sehr flexible Testsysteme. Sehr spannend ist, ich persönlich beschäftige mich sehr stark auch mit der Thematik Internet of Things. Wenn man sich über viele verteilte Systeme mal einen Kopf macht, von Sensoren, Gateways bis Backend-Infrastrukturen und den Applikationen, wird man feststellen, dass jedes dieser Komponenten in solch einem System seine eigene Sprache spricht. Das können binärbasierte Protokolle sein, das kann ein I2C auf der einen Seite sein, das kann JSON auf der anderen Seite sein. Ich kann eine SQL da haben, ich kann ein Web-Frontend da haben. Das sind letztendlich, kommunizieren all diese Komponenten in dem System mit sehr unterschiedlichen Sprachen und damit auch mit Typsystemen und damit auch mit sehr unterschiedlichen Bedeutungen, um Daten auszutauschen. Das heißt, mein Testsystem müsste eigentlich, wenn ich so ein vollständiges System versuche zu testen oder eine Methodik zu entwickeln, um solche Systeme zu testen, auch offen sein für alle möglichen Sprachen, für alle möglichen Austauschformate, die ich habe. Und was so wie ein, ja, ist doch klar, Testsystem ist auch noch Software, was ich nicht habe, schreibe ich da mal rein, ist für die systematische, um eine systematische Methodik zu entwickeln, nicht so ganz einfach. Letztendlich geht es aber auch uns darum, wenn wir testen, was ist uns wichtig? Der Service, den Dienst, den eine Komponente, den ein System erbringt, zu testen. Das heißt, wir fokussieren uns sehr stark auf Service-Oriented Blackbox-Testing, das heißt, was für ein Verhalten bringt das System eigentlich nach außen. Das ist sicherlich nur eine Möglichkeit oder eine Dimension. Whitebox-Testen, wie viele Ressourcen verbrauche ich zum Beispiel, das ist meine Code-Coverage etc. pp. Sind sicherlich auch wichtige Fragestellungen auf einer anderen Dimension. Hier im Rahmen der Testautomatisierung mit TTCM3 konzentrieren wir auf das service-orientierte Blackbox-Testen. TTCM3, es kommt so flüssig über die Lippen. Ich habe aber festgestellt, das ist gar nicht so der Fall, liegt nur an mir, weil ich das seit, wie gesagt, seit 96, 97 so spreche. TTCM steht für Testing and Test Control Notation. Vorher stand es mal für Tree and Tabular Combined Notation. Die drei, gibt schon ein Gefühl, es war wahrscheinlich nicht die einzige Version. Genau genommen liegt TTCM3 seine Ursprünge in Mitte der 80er. Das heißt, es sind noch solche Sachen wie Bell Labs gab und so Namen, die man heute nur noch aus Geschichtsbüchern hört, wo Archäologen gucken, hey, die gab es wirklich. Es gab eine Telcordia, eine Nord, viele solche Namen, die man heute wirklich fast nur noch aus Geschichtsbüchern kennt. Aber dort aus der Zeit sind die ersten Konzepte solch einer Testsprache entwickelt worden. Wie gesagt, TTCM hieß es damals. Und diese Sprache, diese Methodik wurde entwickelt im Rahmen der ISO, International Standards Organization, das heißt als internationaler Standard. Früh hat man sich im Rahmen der Telekommunikation darum gekümmert, dass wir unsere Telekommunikationssysteme und Mitte der 80er, welche waren denn das? Das normale Telefon. Also das Telefon, was man unter anderem so dreht und das dann nach wieder zurückläuft. Irgendwann hatte es Tasten und DTMF, aber das war damals Mitte der 80er. Da hatten wir noch die Vermittlungseinrichtungen weiter hinten, die, als ich gelernt habe, Anfang der 90er, auch noch Hebdrehwähler, also mechanische Einrichtungen hatten, die hin und her liefen, um die Schaltungen zu stellen. Aber es gab auch natürlich schon erste digitalisierte Systeme. Und dort fing man an,
im Rahmen aus der Telekommunikation heraus zu sagen, ich brauche Prozesse und Methoden. 2002 hat man das immer noch gesagt, 2014 hat man das immer noch gesagt, aber letztendlich ist es ein continuous struggle damit. 92, schlappe 8 Jahre später, nachdem so die ersten Konzepte erkannt worden sind, ist auch ein Standard bei rausgekommen von TDCN. Wie gesagt, hieß damals Tree and Tabular Combined Notation, will kein Mensch benutzen, ist genauso sexy wie Fortran oder COBOL aus Testsicht heraus. Aber es erfüllte seinen Zweck. Man konnte damit einigermaßen arbeiten, die Probleme der damaligen Zeit adressieren. Es war ein erster Wurf. Nur 2 Jahre später gab es eine zweite Version. Das ging dann also doch relativ schnell, weil man gesehen hat, eigentlich ganz gut, aber ein bisschen zu kurz gegriffen. Ging dann von der ISO weg zur ETSI, zum Europäischen Telekommunikationsstandardisierungsinstitut. Und dort wurden neue Konzepte eingefügt, wie Concurrent Test, das heißt, ich hatte plötzlich Testkomponenten, die unabhängig voneinander laufen konnten. Und dann, man sieht es, TDCN 2++, da waren die Namensgeber sehr kreativ, das war so die Zeit als C++ und jeder Fortschritt Pattern dargestellt werden konnte. Das heißt, TDCN 2++ war die mächtige Weiterentwicklung von TDCN 2 und da fiel einem nichts Besseres dazu ein. Mächtig heißt, wir hatten externe Daten, wir hatten Modularisierung, wow, aber es war neu und es funktioniert und es war gut. Und das war so ungefähr die Zeit, als ich mich mit dem Thema Testautomatisierung anfangen durfte zu beschäftigen. Und dann kam, und das war auch die Zeit von, ich weiß nicht, ihr habt da mal was von ATM gehört, was heute im DSL-Backbone auch läuft, ISDN, was jetzt wieder abgeschaltet wird, das war damals die Zeit. Und dann kam die Ankündigung von UMTS. So. Die Unternehmen fingen an, UMTS zu entwickeln. Das nächste große, ach ja, GSM. Ja, hier gab es noch die Zeit von GSM, also C-Netz, D-Netz. Und dafür wurde TDCN immer sehr, sehr viel und gerne benutzt, um diese Sachen zu testen. Und die Dinger funktionieren auch einigermaßen. Also es gibt da eine gewisse Korrelation. Nicht nur wegen der Technologie, sondern auch den Aufwand, der hineingesteckt worden ist, dass das funktioniert. Und dann kam UMTS, die modernen 3G-Technologien. Und als wir die erste Spezifikation von 3G gesehen haben, oder von UMTS genauer gesagt, haben wir gesagt, wie sollen wir das denn testen? Konnten noch, hatten keinen Plan, keine Peilung, keine Idee, wie man das irgendwie effizient machen konnte, in endlicher Zeit. Also setzte man sich hin im Rahmen von ETSI und sagte, Mensch, das ist ganz gut, was wir da haben, also vom Konzept her war unbenutzbar in größerem Stil, also für 3G-Technologien lassen wir mal was Neues machen, lassen wir mal was Schönes machen. Und wiederum 2 Jahre später, im Jahr 2000, wurde TDCN 3 gegründet, veröffentlicht. Und das war so die Zeit, in der wir uns damit engagiert haben, TDCN 3 zu entwickeln, Testautomatisierung auf die nächste Stufe zu heben. Auch hier ein erster Entwurf. Es gab danach noch 2, 3 wichtige Erweiterungen von TDCN 3, die weniger um die Sprache selber sich rankten, sondern mehr um die Implementierbarkeit, sich mehr um das Tooling kümmerten. Aber auch das alles Standards, die internationale Standards sind. Wer benutzt das? Diese Art von Technologie, diese Art von Testautomatisierung. Am Anfang war das in dem Scope von ETSI, also dem European Telecommunications Standards Institute, um für seine Standards auch Teststandards zu spezifizieren. Das heißt, man wollte das Gleiche, was schon bei ISDN und GSM gut funktioniert hat und was auch bei UMTS anfing, mit dieser neuen Technologie angehen, nämlich in den Standards auch Teststandards zu spezifizieren, sodass Unternehmen, Entwickler, die Produkte entwickeln, auch wissen, wie sie sie überprüfen können. In der Telekommunikation, wie gesagt, immer sehr wichtig, um Interoperabilität herzustellen. Die Dinger müssen ja letztendlich irgendwie im Feld draußen miteinander kommunizieren. Nachdem das aus ETSI, innerhalb von ETSI, ein paar Jahre lang nicht nur ausprobiert wurde, sondern doch recht erfolgreich auch implementiert worden ist, das erste Projekt beschäftigte sich mit Voice over IP. Hier ging es dann rüber ins WiMAX-Forum, gingen wir hin, IPv6 wurde angewendet. Dann ging es in die Automobilbranche,
Autosar war sein erster Pilot. Wie teste ich Embedded Systeme mit TDCM3? Kann ich da was machen? Aus einem Piloten wurde es dann ausgerollt. Im Jahre 2007 dann die OMA, Open Mobile Alliance, die auch uns sehr schöne Standards im Rahmen der Telekommunikation gebracht hat. Ging es weiter. Tetra, okay, sollte ich vielleicht nicht erwähnen, aber wenn ihr ein bisschen Presse lest, dann habt ihr vielleicht schon mal Tetra gehört. Ihr seid alt genug zu wissen, dass wir uns seit 15 Jahren uns darüber unterhalten. Das war nicht Flughafen. Polizeifunk, digitalen Polizeifunk zu etablieren. Das ist aus verschiedenen Gründen noch nicht so befriedigend umgesetzt worden, aber Tetra als Technologie hat auch TDCM3 aufgenommen, um Testsysteme zu bauen, um letztendlich Endgeräte zu zertifizieren. Dann ging es in die nach Avionics, Eurocontrol für den digitalen Flugfunk, das heißt moderne Flugzeuge. Flugzeuge mit modernem Flugfunk, das heißt digitalem Flugfunk, werden auch mittels getestet. Unternehmen, die das sowieso laut Zertifizierung dann so testen wollen, führen das auch ein, um interne Qualitätssicherungsmaßnahmen zu machen. OneM2M im Internet of Things Space begreift das jetzt auch. Das heißt, in einer sehr breiten Palette von Industrien wird das inzwischen eingesetzt. Und letztendlich haben wir, glaube ich, das geschafft, was wir machen wollten, eine Technologie zu entwickeln, die verteiltes, plattformunabhängiges Testen ermöglicht. 2000 hätte ich nicht gedacht, dass es die Plattformunabhängigkeit so wichtig wird, wie sie heute ist. Insbesondere sehr stark auch motiviert durch die Thematik des ganzen Mobile Computings, also Smartphones, Mobile Apps etc. pp. Da ist die Plattformunabhängigkeit noch wesentlich wichtiger geworden. Wenn du Ende der 90er gesagt hast, ja, wir müssen außer Windows noch irgendwas unterstützen, da kam immer die Frage, wirklich? Ja, die war berechtigt, Aber wir haben es geschafft, auch für TDCM3 eine moderne, integrierte grafische Entwicklungsumgebung anzubieten. Es gibt eine Open-Source-Variante, es gibt kommerzielle Tools dafür. Sie sollte offen sein, eine offene Testumgebung sein, man sollte sie erweitern können. Und letztendlich eine Technologie für verteilte IT- und Telekommunikationssysteme. Letztendlich, was wir schaffen wollten, den einen sie zu knechten. Und wenn ihr mal zur Gematik geht, die machen die Gesundheitskartentests, diese Geräte, die gebaut werden sollen, die müssen zertifiziert werden hier, die beim Arzt dann stehen, die bei der Krankenkasse stehen, diese Systeme, auch die werden mit dieser Technologie getestet bzw. zertifiziert. Aufgrund der Größe der Standards aber kannst du beliebig viel testen und ja, manchmal kommt dort auch das Wort Knechten bei raus, das hat aber weniger was mit TDCM3, sondern mit Technologie zu tun, die man testet. Gut, genug zur Motivation. Ich hoffe, ihr seid jetzt alle fürchterlich begeistert davon und sagen, ja, vergiss das Entwickeln. Ja, ich möchte das kaputt machen, was andere entwickeln. Ich möchte herausfinden, was da schief läuft. Ich möchte der Dorn in deinem Fleisch sein. Ich möchte, dass wir das beste Produkt rausliefern können und dafür brauche ich das richtige Werkzeug und erzähl mir mal was über TDCM3. Wie sieht das eigentlich aus? Am besten sollte ich, wir sprechen über kommunizierende Systeme, wir sprechen über Blackbox-Testen, das heißt, wir sprechen über ja, Interfaces letztendlich, über die wir interagieren mit unserem Software-System. Und es gibt zwei Möglichkeiten, wie ich mit dem interagiere. Auf der einen Seite über APIs, das andere ist über Protokollnachrichten, indem ich Nachrichten austausche. Sehr häufig heutzutage ja, sind APIs auch über Protokolle realisiert. Deswegen ein kurzer Reminder, wie sehen so Protokolle aus, wenn ich mir das, oder wie sieht so ein Protokollstack aus? Nach OSI ist das geschichtet in der echten Welt. Wenn ich so TCP/IP nehme, habe ich so sowas wie Link Layer, Internet Layer, Transport Layer und den Application Layer. Für alle die keine Netzwerkvorlesung gehalten haben, ein paar Begriffe dahinter. Da steht sowas wie TCP/UDP, ein Transport Layer, IPv4, IPv6. Im Internet Layer oder oben im Application Layer, wo dann die Applikationen wirklich ablaufen und selbst HTTP ist, kann aus dieser Sicht als eine Art Applikation gesehen werden, die in den höheren Schichten ist oder RESTful APIs etc. Das nur so ein bisschen als Erinnerung, weil ich habe immer diese geschichteten Situationen, selbst wenn ich eine Remote API ansehe, da läuft irgendwie was drunter und wenn ich wirklich teste,
Ja, was teste ich? Was ist eigentlich mein Wunsch? Mein Wunsch ist, dass ich mich darauf konzentriere, über meinen Prüfling, auf dem Level, auf dem ich mir den gerade angucke. Das heißt, wenn ich den Applikationslayer habe, ich will eine Applikation testen, die eine RESTful API benutzt, ja, dann möchte ich mich natürlich weder um TCP noch um UDP noch um die Verschlüsselung drunter, IPv4 oder IPv6 kümmern. Das heißt, ich möchte mich da oben kümmern. Nun, es ist schön zu sagen, wenn ich diese Applikation schreibe, nur irgendwann kommt in meinem Gesamtsystem die Fragestellung, ja, ich muss mal gucken, ob diese TCP-Verbindung auch vernünftig läuft, dann muss ich eine Stufe runtergehen. Dann ist das mein richtiges Abstraktionslayer. Das heißt, hier gehen wir mal davon aus, dass ich in meiner Testapplikation gerne sehr abstrakt meine Testdaten und mein Testverhalten beschreiben wollen würde, der unabhängig von der eigentlichen Kommunikationstechnologie ist. Ob es eine API ist, ob es was auch immer es darunter ist. Das heißt, ich möchte dieses Abstrakte nehmen und letztendlich mich über diese Daten unterhalten. Mein Testsystem aber muss natürlich alles implementieren. Und irgendjemand muss sich irgendwann mal darum kümmern, wenn er mir dieses Testsystem zur Verfügung stellt oder wir dieses Testsystem bauen. Aber ich möchte mich damit nicht auseinandersetzen, auch nicht drüber nachdenken, wenn ich meine Tests für meine Applikation, die ich gerade teste, schreibe. Das heißt, das ist mein Wunsch, abstrakt Testdaten und Testverhalten zu beschreiben. Deswegen, warum sage ich das jetzt hier? Weil ich ein Beispiel einführen möchte. Und Beispiele haben immer so ein Problem. Ja, mal schauen. Wir brauchen eine Applikation, die wir alle kennen, und damit ich die Konzepte hier erzählen kann und die wir verstehen. Aber wenn wir sie nicht kennen, zumindest verstehen. Die sollte einfach genug sein, aber nicht trivial. Sie sollte komplex genug sein, genug komplexe Zusammenhänge haben, ohne dass wir uns dann wirklich in den letzten Details versorgen. Und sie sollte irgendwie testbar sein. Und ja, letztendlich, man sollte auch ein bisschen darstellen können. Das heißt, als Beispiel haben wir uns hier mal einen DNS-Service genommen, aber ich hoffe, dass wir genug Verständnis aufbauen, dass man sieht, dass das nur ein Beispiel ist, wie man das auf verschiedene andere Applikationen abbilden kann. Gut, DNS, Domain Name Service, kennen wir alle. Diese Art von Rechner, glaube ich, kennen wir nicht mehr alle, aber man sieht, ich habe das schon ein paar Mal erzählt. Also wir haben einen Klienten, da läuft ein Browser. Man könnte jetzt ein neues Logo, glaube ich, nehmen. Und DNS funktioniert so, dass ein vollqualifizierter Hostname an den Local Domain Name Server gesendet wird. Und oh Wunder, er gibt mir genau eine Antwort, nämlich eine IP-Adresse zurück. So, Requirement 1, die Applikation ist einfach genug. Check. Man könnte auch sagen, es ist ein Funktionsaufruf. Ich gebe ein Parameter rein, kriege ein Return Value zurück. Ist aber so einfach, dass wir hier durchaus die Begrifflichkeiten einführen können. Ich habe ein System unter Test und ich habe hier in dem Falle meine Testkomponente, was die erste und einzige ist, nennen wir sie mal die Haupttestkomponente, die dieses System unter Test testet. In der echten Welt sieht es dann so aus: Ich habe einen Klienten, auf der anderen Seite sieht ein Server, ich schicke einen Request rein, zum Beispiel www.tuberlin.de. Ich glaube, das steht für Ask, also den zweiten Parameter, ein Rödel der DNS-Server und sagt, hurra, für www.tuberlin.de habe ich eine IP-Adresse und so ungefähr sieht das Protokoll aus, dass du dann aus zwei Input-Parametern dann drei zurückkriegst und dann sind wir irgendwie happy. So, wir sind immer noch, glaube ich, auf dem Niveau, es ist einfach genug, es zu beschreiben. Was schön ist, wenn die richtige Antwort kommt, dann könnte ich hier auf meiner Testseite sagen, pass. Das muss ich deswegen sagen, weil ich habe ja eingangs gesagt, testen ist der Vergleich zum erwarteten Ergebnis. Das heißt, ich habe eine gewisse Erwartungshaltung, wenn ich TU Berlin eingebe, dass 130.149.7.201 zurückkommt. Wenn ich es nicht habe, wenn es mir egal ist, ist immer so die Fragestellung, ist das wirklich testen oder ist das ausprobieren oder was teste ich denn da?
teste ich da den DNS-Server oder teste ich nur die Kommunikation mit dem DNS-Server? Ja? Also da muss man ein bisschen aufpassen. Hier, wir sehen das, der Vergleich, der konkrete Vergleich der Werte miteinander gegen meine Erwartung führt mich zu meiner Erkenntnis, zu meinem Verdict Path. Gut, wie würde ich sowas jetzt im TDCM3 versuchen abzubilden? Als erstes kommt man auf die Idee, dann mache ich meine IDE, meinen Entwickler, mein Notepad, mein was auch immer auf. Was schreibe ich denn da hin, wenn ich sowas machen wollen würde? TDCM3 spricht über Module. Das the Main Building Block, also das Hauptbestandteil, womit man anfängt, ist ein Modul. Das ist nicht nur irgendeine Textdatei, die irgendwo rumsteht. Die hat eine wohl definierte Syntax. Man verwendet einen Haufen geschweifte Klammern in TDCM3 und TDCM3 wird typischerweise kompiliert. Das heißt, TDCM3 kann, wenn man das aufschreibt, durchaus einen Haufen statische Syntax-Check geben, die Unterschiede zwischen Skripten und zwischen Skriptsprachen und kompilierten Sprachen, streng typisierten Sprachen brauche ich, glaube ich, an der Stelle dann erstmal nicht erwähnen. Auf jeden Fall beinhaltet TDCM3 deswegen Definition und einen sogenannten Control Path, wo letztendlich dann das ausgeführt werden kann, was ich oben definiert habe. Was müssen Moduldefinitionen beinhalten? Sie beinhalten, welche Art von Daten das System unter Test versteht. Ich habe vorhin gesagt, moderne Systeme sprechen verschiedene Sprachen. Ja. Wenn sie verschiedene Sprachen bringen, dann muss ich meinem System erst einmal diese Sprache näher bringen. Was versteht es denn? Wie ist sie aufgebaut? Also letztendlich die Syntax, mit der ich kommuniziere. Dann, wie komme ich an mein System unter Test eigentlich ran? Das muss ich auch irgendwo aufschreiben. Irgendwann muss ich das tun. Dann die Semantik meines Systems unter Test, oder ja, meiner Spezifikation muss ich auch irgendwie rein. Das heißt, wann kommuniziere ich und warum mit meinem System unter Test? Also, wann? Ich schicke www.tuberlin.de hin. Und das ist meine Erwartung, dass irgendwann mal was zurückkommt. Das ist dann sozusagen das Protokoll. Auch das muss ich letztendlich meinem Testsystem beibringen. Und eventuell haben Testfälle miteinander auch noch Abhängigkeiten, dann kann ich die auch noch mit hinein definieren. Fangen wir an mit den Typdefinitionen, die Sprache beizubringen. Gucken wir uns diesen DNS-Query, also diese DNS-Abfrage mal an. Die DNS-Abfrage selber besteht, ich habe es eingangs gesagt, im Prinzip aus drei Teilen. Einem Hostnamen und dem Query-Typ in die eine Richtung. Und zurück habe ich den Hostnamen, die Antwort, die aus einer IP-Adresse oder einem Hostnamen bestehen kann, im Rückweg. In TDCM3 habe ich verschiedene Konstrukte dazu zur Verfügung, die wie gesagt typisiert sind. Ich habe strukturierte Datentypen, sowas wie ein Record, sowas wie ein Union. Ich habe Basistypen, sowas wie ein Charstring, sowas wie ein Integer. Also all das, was man so erwarten würde. Das ist jetzt also keine Rocket Science, aber es ist da. Es ist da, man kann es benutzen, man sollte es benutzen. Es hat auch lustige andere Aspekte, die hier eine Rolle spielen, die eine Rolle spielen können, je nach Komplexität dessen, was man tut. Wir haben ja zum Beispiel in den strukturierten Datentypen, kann ich einzelne Datenfelder auch als optional zum Beispiel markieren. Ich habe Arrays, ich habe Typ-Einschränkungen, ich habe Datenaufzählungen. All das steht mir zur Verfügung und das ist eine Auswahl, das ist bei weitem nicht vollständig, aber es ist eine Auswahl dessen, damit ich das Sprachvokabular, mit dem ich mit dem System unter Test kommuniziere, erst einmal aufschreiben kann, also definieren. Nun, der zweite Schritt ist, nachdem ich gesagt habe, was kann ich mit ihm reden, wie rede ich mit dem System unter Test. Jetzt muss ich meine Erwartungshaltung an meine Schnittstellen definieren. Und hier, auch hier, passiert das auf einer abstrakten Ebene. Die abstrakte Ebene heißt, wir definieren etwas, was wir Ports nennen. Also das heißt, so ein DNS-Tester. Wir haben vorhin gesehen, der Klient, den nennen wir mal DNS-Tester. Braucht irgendeine Schnittstelle nach außen, um seine Queries loszuwerden. Ja? Das schreibe ich auf, indem ich sage,
Der DNS-Tester ist eine Komponente. Schön. Was macht diese Komponente? Die ist erstmal für sich da. Außerdem hat diese Komponente einen Port. Dieser Port heißt P und er hat einen eigenen Typ. Was zeichnet den Typ aus? Den Typ zeichnet aus, dass er DNS-Queries senden und empfangen kann. Warum mache ich das? Damit ich, wie gesagt, meine Erwartungshaltung, wie kommuniziere ich eigentlich mein System unter Test, erstmal aufschreiben kann und fortfolgend auch analysieren kann. Immer sollte man sich im Hinterkopf behalten, dass ich hier Konstrukte einführe und benutze, die es mir erlauben, eine gewisse Methodik an den Tag zu legen. Das heißt, wenn ihr mit diesem Wissen ein beliebiges CDC3-Skript euch anschaut, wisst ihr ganz genau, wo ihr hinguckt, um zu wissen, was tut das Ding eigentlich? Wofür wurde es denn eigentlich mal gebaut? Was kann es denn eigentlich? Und das kann man sehr, sehr schnell machen. Ja? Wenn ihr es könnt, also wenn ihr wisst, wo ihr nachgucken könnt, wisst ihr, dass es da sein muss, weil das Testsystem es braucht, um zu kompilieren. Das ist eine streng typisierte Sprache. Das heißt, nochmal zurückkommt. Die Komponente hat den Port P. Und das sehen wir hier an der Stelle. Dann können wir noch sowas wie Timer definieren. Wir senden und empfangen Nachrichten. Man sieht hier solche Keywörter wie In-Out. Dann kann man sich vorstellen, es gibt nur ein In, es gibt nur ein Out. Weil wenn es nur In-Out gäbe, könnte man auch weglassen. Das heißt, man kann unterscheiden zwischen Sende- und Empfangsrichtung, was man dort transportieren kann. Wir sehen hier ein Keyword sowas wie Message. Wenn es Message gibt, gibt es vielleicht noch was anderes. Gibt es Procedure-Based. Also Procedure heißt das, damit man APIs abbilden kann. Das heißt, ich habe einen Funktionsaufruf. Also alles aufschreiben und ich kann mir meine Komponenten dementsprechend strukturieren. So, jetzt habe ich erstmal das Layout meines Testsystems gebaut. Hab gesagt, was soll es können? Also, welche Sprache muss ich sprechen? Welche Daten versteht mein Testsystem? Und wie kommuniziere ich mit dem Testsystem? Jetzt muss ich mal sagen, jetzt müssen wir mal über die Daten sprechen. Bisher haben wir nur die Struktur gesprochen, also ein bisschen Overhead erstmal produziert. Nun sprechen wir mal über die Daten. Wie sieht so ein Query jetzt wirklich aus? Vorhin haben wir ein Beispiel gesagt, der Query soll aussehen tuberlin.de und es ist eine Anfrage nach einer IP-Adresse. Wenn wir uns die Typdefinition hier auch mal aussehen, wird uns die eigentliche, und die Antwort soll so aussehen, dann wird uns die eigentliche Datenbeschreibung nicht wirklich verwundern oder zumindest werden wir sie verstehen. Wir sagen, meine Query, die ich hier loswerden möchte, das Testdatum, der Input in mein System unter Test, der soll einen Hostnamen haben, der heißt TU Berlin. Die Answer, die lasse ich erstmal weg, weil ich habe keine. In dieser Nachricht ist nichts vorgesehen. Und der Query-Type ist auf A gestellt. Query ist vom Typ DNS-Query. Und außerdem, und jetzt kommt das Wichtige, eigentlich ist alles wichtig, aber das ist das Spezifische am Testen, dass ich die Antwort, die ich erwarte, beschreibe in irgendeiner Form. Was ist mir wichtig? Wichtig an der Antwort, die ich sehe, ist A, dass die beiden Informationselemente, TU Berlin und A, enthalten sind, gespiegelt werden, zurückgegeben werden, unverändert. Und zusätzlich soll auch noch eine wohl definierte IP-Adresse zurückgegeben werden, mit dieses Tupel. Nun wird jeder sagen, ja, kenne ich die IP-Adresse? Naja, wenn ich mein System teste, vielleicht auch nicht. Vielleicht kann es auch aus dem Range, aus dem IP-Adressen-Block sein. Auch das könnte ich beschreiben. Aber ich sollte es beschreiben. Ja? CDCN3 gibt uns die Möglichkeiten, diese Zusammenhänge, unsere Erwartungshaltung niederzuschreiben in einer wohl definierten Art und Weise. So, und wenn ich das getan habe, sieht mein Testfall, und jetzt kommt eigentlich das Befriedigende, kann ich meinen Testfall aufschreiben und sage, okay, wie sieht so ein Testfall aus? Testcase 1 läuft auf der Komponente DNS-Tester. Wir erinnern uns, ein DNS-Tester hat einen Port P. In diesem Port kann man Nachrichten senden und empfangen. Schön. Also wenn ich Nachrichten senden und empfangen kann, dann mache ich das doch einfach mal. Am Port P sende ich jetzt diesen Query, den ich vorher definiert habe. Dann erwarte ich
Drüben wird die Antwort berechnet bei der SAT. Die schickt mir was zurück und ich beschreibe meine Erwartungshaltung. Das heißt, ich sage als nächstes, nachdem ich den Stimulus dem System unter Test gegeben habe, erwarte ich eine Antwort und die soll wie die Reply aussehen. Nämlich www.testing.de, 130, bla 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 und ein A. Dann und genau dann, wenn das zurückkommt, bin ich glücklich. Glücklich heißt Z-Verdict Pass. Dann zeige ich, jupp, das System und der Test ist gut. Das ist erstmal ein schöner, einfacher Testfall und so würde ich ganz gerne immer schreiben wollen. Das davor, das ist ja, vor dem Vergnügen hat Etsy ja die Tippdefinition geschrieben. Aber das möchte ich eigentlich aufschreiben. Und damit das eine Bedeutung hat, muss ich die Arbeit vorher machen. Typen und Daten beschreiben. Ich kann die Typen auch inline machen, ich kann auch inline Daten nehmen, aber so von der Struktur her. So, wenn ich das habe, kann ich jetzt in meinem Control-Part hier hingehen. Also das heißt, wenn ich beschreibe, wann ich meine Testfälle ausstellen möchte, sage ich dann bitte führe mal den Testfall 1 aus. Der soll nicht mehr als 5 Sekunden laufen. Und dann habe ich noch gewisse andere Programmierkonstrukte, in denen ich sagen kann, führe Testfall 2 aus, führe Testfall 7, 27 Mal aus oder Testfall 100, führe ihn so lange aus, bis er fehlt. Solche Art von Möglichkeiten habe ich dann dort aufzuschreiben. Nun, was passiert nun wirklich, wenn ich mir diesen Testfall ausführen würde? Soweit aber zur Typdefinition, zu den Templates. Grundsätzlich irgendwelche Fragen, Anmerkungen. Anmerkungen bestimmt ganz viele. Die hauptsächliche Anmerkung ist, braucht der Mensch sowas? Gut, das ist aber so eine Meta-Anmerkung, die gilt immer. Gut, schauen wir mal aus, was passiert. Nehmen wir mal den Control-Part. Wenn ich den ausführe, dann passiert physisch folgende. Ich habe einen Tester, das ist meistens ein PC, oder kann auch irgendeine andere Art von Testsystem sein, welches TDCM3 ausführen kann. Und wenn der Testfall ausgeführt wird, das stand irgendwo Execute Test Case 1, dann wird das erste diese Zeile genommen. Das heißt, hier steht Runs on DNS Tester, das heißt, es wird der DNS Tester hier oben kreiert, weil es der erste Test ist ein MPC. Der DNS Tester hat ein Port P, das heißt, wir haben hier eine Komponenteninstanz, wir haben hier die laufende Instanz jetzt hier. Und diese führt diesen Code aus. Über diesen Port P. Erste Kommando, PSEND Query, wird uns nicht verwundern, das Ding geht rüber, die Antwort wird berechnet, es kommt eine Antwort zurück und die Antwort, die zurückgekommen ist, hier steht Receive. Eigentlich sollte es wahrscheinlich heißen Expect. Ja? Weil wir wissen ja nicht, ob wir es empfangen. Dazu komme ich gleich. Aber letztendlich P Receive Reply und wenn ich es empfangen habe, wenn ich das Reply empfangen habe, dann setze ich das Verdict auf Pass. Soweit so gut. Das Testsystem tut genau das, was ich vorher versprochen habe. Ich habe mit dem Testfall aber irgendwie ein Problem. Ist das ein guter Testfall? Also so aus eurem Gefühl heraus, aus eurer Erfahrung heraus. Würdet ihr sagen, ihr guckt drauf und sagt, Mensch Theo, da hast du mal was richtig Gutes aufgeschrieben. Wenn wir einen DNS-Server testen, dann wissen wir, der funktioniert. Gut. Ist das eine gute, ist das ein guter Testfall, ist das eine effiziente Sache? Eigentlich nicht. Weil hier überhaupt nicht geschrieben ist. Ich habe bisher gar kein Wort davon verhalten. Was passiert eigentlich im Fehlerfall? Wie erkenne ich denn einen Fehlerfall? Was ist überhaupt ein Fehlerfall? Wir können hier ja strukturell zwei Fälle immer unterscheiden. Zumindest, ja, zwei Fälle können wir unterscheiden. Wir schicken die Antwort raus. Wir schicken den Query raus an das System unter Test. Und da kommt irgendwas anderes zurück. Tja, was passiert denn dann mit dem System? Also wir haben gesagt, ich habe vorhin gesagt, Peer Receive Reply steht für, wenn ich das genau das empfange, gehe ich weiter und setze mein Verdict auf Pass. Wenn ich das jetzt aber nicht empfange,
Was passiert denn dann? In dem Fall definiert CDCN 3, diese Semantik von CDCN 3 sagt, ich blockiere, ich warte einfach auf diese Nachricht. Punkt. Und dann warte ich bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Da kann man sagen, naja, ist ja schön, wenn das System da hängt, dann weiß ich, das war falsch. Gut, also so richtig effizient wäre diese Semantik nicht. Das heißt, weil ich komme zu keinem Verdict. Ich kann nicht zu meinem Chef hingehen und sagen, hey, mein System hängt, das ist irgendwie doof. Ja? Das System ist sogar noch so schlimm, dass selbst wenn die Nachricht, die richtige Nachricht danach käme, was ja in einem asynchronen System durchaus mal passieren kann, dann kommen einfach mal zwei Nachrichten. Ja, wird die ja nicht deswegen behandelt, weil erstmal muss ja die erste behandelt werden irgendwie. Ich habe nichts dazu gesagt, im Kochrezept steht nichts. Kann also auch nicht behandelt werden. Die neue Nachricht, eine korrekte Nachricht, die danach kommt, würde auch nicht behandelt werden können. Weil da ist irgendwas, was blockiert. Nun, das war aber nur das eine Problem. Es gibt noch ein ganz anderes Problem. Was passiert, wenn gar keine Antwort kommt? Auch hier wieder, wir warten und warten, das System hängt. Und wenn das System hängt, kann ich sagen, ja, ist irgendwas schiefgelaufen. Aber richtig gut ist das auch nicht. Das heißt, wenn ich keine Nachricht empfange, blockiert das System auch, also auch das ist kein gutes, ist auch das kein guter Test, ist auch das keine gute Testbeschreibung, wenn wir diese Fälle nicht vorhersehen. Jetzt seid ihr aber ganz pfiffig, ihr habt schon für gewisse Testsysteme gesehen, und ihr sagt, wer kommt nach diesem Quark, wer denkt sich denn so ein Testsystem aus mit dieser Semantik? Ich kenne mein Testframework XY. Wenn das nämlich nicht kommt, wenn ich irgendwas anderes sehe, ich schreibe meine Erwartung auf. Wenn meine Erwartung nicht erfüllt wird, dann ist es automatisch Fail. Ist doch viel cooler. Funktioniert doch immer. Ja? Und außerdem kann ich einen Parameter setzen in meinem Tool. Nach 10 Sekunden, wenn ein Test länger als 10 Sekunden läuft, ist es immer doof. Da soll der automatisch failen. Problem gelöst, super. Theo, hast doch einen guten Job gemacht. Also ich bin damit nicht zufrieden, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich kann euch mindestens 200 verschiedene Fälle nennen, wo ich Abweichungen von diesem Default-Verhalten haben will. Deswegen geht CDCN 3 einen anderen Fall, einen anderen Weg und sagt, alles das, was du dir vorstellen kannst, was schieflaufen kann, wird ja auch irgendwann mal schieflaufen, deswegen schreiben wir den Test hier auf, schreib das bitte auf. Was machst du mit dem Unerwarteten? Das heißt, ich bilde eigentlich meine Spezifikation, also die Negativseite meiner Spezifikation. In unserem Falle heißt das, wir schreiben mal einen neuen Testfall. Testfall 2 läuft auf der gleichen Komponente, wir setzen ein Query und jetzt starten wir einen Timer. Wir haben das Konzept des Timers im CDCN3. Wir starten einen Timer, nachdem wir die Nachricht losgeschickt haben. Jetzt rödelt der DNS-Server drüben und berechnet seine Antwort. Berechnet seine Antwort und jetzt sage ich, laut Protokoll gibt es jetzt, also laut Testlogik gibt es jetzt drei verschiedene Möglichkeiten. Erste ist, es kommt meine erwartete Antwort. Das ist die erste Alternative, die ich beschreibe. Das ist so eine lustige Semantik. Ich habe hier vorne so zwei eckige Klammern. Dann schreibe ich das auf und dann sage ich, was danach passiert. In dem Falle setze ich mein Verdict auf Pass und bin happy. Gut. Nun hat Theo aber ein bisschen länger gesessen. Was habe ich gesagt? Gestern Abend bis um 3 gesessen. Da habe ich mir überlegt, Mensch, da gibt es noch zwei andere Fälle. Es könnte ja irgendwas anderes kommen. Zum Beispiel 127.001. Also, ich habe keine Ahnung, was sonst noch kommen könnte, aber das ist irgendwas anderes und nicht das mein Erwartete. In dem Fall ist es nicht meine erwartete Nachricht, sondern es ist eine andere Nachricht. Und deswegen ist es in meinem Kontext hier in diesem speziellen Fall ein Fail. Gut. Und eine schlappe halbe Stunde später habe ich dann gesagt, Mensch, was passiert, wenn überhaupt nichts kommt? Naja, da habe ich ja irgendwie oben einen Timer, der läuft und wenn der schlägt, dann habe ich lang genug gewartet. Das heißt, ich habe dem lang genug gewartet. Jetzt ist auch mal gut, eine Bedeutung gegeben, nämlich einen ganz konkreten Wert. Es ist kein Reply, es ist auch nichts anderes, der Timer schlägt und hier traue ich mich nicht ganz so genau zu sagen, dass der DNS-Server fehlgeschlagen hat, weil ich beobachte eigentlich die Abwesenheit von etwas. Jetzt weiß ich aber gar nicht so genau, warum. Nenne ich dieses Verdict inconclusive. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Vielleicht ist die Nachricht auf dem Weg
verloren gegangen oder sowas, dann kann ich ja nicht den DNS-Server ankreiden und so. Das kann ich nicht genau sagen. Sind wir mal vorsichtig, aber ein Pass ist es nicht. Das weiß ich. In allen Fällen, in allen drei Alternativen, sage ich danach, mein Testfall ist zu Ende. Und jetzt weiß ich, dass nach einer endlichen Zeit ich auf alle mir jetzt bekannten Fälle, die ich mir vorstellen kann, reagiert habe. Das heißt, mein Testsystem ist jetzt vollständig. Zumindest was dieses einfache Beispiel DNS-Server angeht. Sagt ihr, ja, unser Testsystem, was wir vorher benutzt haben, war ja auch vollständig. Ich hatte da meinen Parameter und ich hatte mein Default-Verhalten und dann ist gut und da hatte ich nur drei Zeilen geschrieben und das hat mein Tool gemacht. Und jetzt muss ich hier das ganze Gelumpe da aufschreiben. Das ist doch nicht effizient. Da schreibe ich ja länger an diesen Zeilen Code, als dieser Code irgendwie ausgeführt wird. Und dafür hat der 20 Jahre gebraucht, so eine Sprache auszudenken. Gut. Ist natürlich nicht der, ist da, ist, ist natürlich nicht der Weisheit letzter Schluss. Denn was wir letztendlich haben, sind diese Patterns hier. Das Receive, das Timeout, ist natürlich eine Art von immer mal wieder. Aber es ist nur, aber das ist ein Default. Also in TDCM 3 nennen wir das Default in einem bestimmten Kontext. Für den DNS-Server macht das Sinn. Es gibt andere. Wenn ihr euch zum Beispiel einen Stream von Nachrichten anschaut, dann ist das einfach wegfallen. Ja? Das heißt, es gibt unterschiedliche Anwendungsfälle, die ich habe, wenn ich auf eine Antwort warte, und unterschiedliche Setups, sodass ich auch unterschiedliches Verhalten definieren möchte. In dem Fall möchte ich sagen, ey, ich möchte nicht in jedem Testfall immer das ganze Gelumpe da hinschreiben. Kann ich da irgendwas machen? Ja, ich kann es auslagern in einen sogenannten Alt-Step und dann sage ich, das ist ein Stück Code, was immer im Hintergrund läuft, wenn ich irgendwas anderes empfange oder ein Timer schlägt, dann ist das doof. Entweder ein Fail oder ein Inconclusive. Und dann kann ich nämlich meinen Testfall aufschreiben und sagen, ich aktiviere einen Default. Dann sende ich einen Query. Okay, ich starte noch einen Timer. Ich warte auf meine Antwort, setze das Verdict auf Pass und danach ist ja mein Testfall zu Ende. Und jetzt sieht der Testfall ganz gut aus. Jetzt habe ich nämlich nur noch zwei Zeilen Code mehr. Die sind jetzt nicht so wirklich dramatisch viel mehr für jeden Testfall, wenn ich ihn aufschreiben würde. Was ich aber habe gleichzeitig, ist die Flexibilität, in diesen Dingern hier reinzuschreiben, was ich möchte, was angemessen ist, um ein Testsystem zu bauen. Flexible, tolerante, nicht tolerante Testsysteme und so weiter und so fort, um verschiedene Aspekte meines Systems unter Tests zu bewerten. Ich kann das natürlich auch hier weiterhin mit aufschreiben. TDCM 3 gibt uns dann Regeln an die Hand, was vor wem ausgewertet wird. In dem Falle wird erst das ausgewertet und danach ein Default. Ich kann mehrere Defaults haben. Also ich kann sehr, sehr, sehr mächtige Systeme aufbauen. In der letzten Woche habe ich mir mal OAuth 2 angeschaut. Wie autorisiere ich mir Webservices etc. pp. Hin und her. Wenn ihr euch das mal anguckt, dann ist das so sehr, sehr ähnlich. Ist die gesamte Funktionalität sehr, sehr ähnlich. Und wenn ihr sowas benutzen wollen würdet oder auch testen wollen würdet, würdet ihr fast alles der Funktionalität und der Flexibilität, die man in der Sprache TDCM 3 findet, auch wiederfinden. Jetzt sagt man, gut, ich habe meinen Perl, ich habe meinen Python-Library, die wird das schon irgendwie richten. Ja, aber macht denn das die auch dann für die anderen Fälle, vielleicht auch für die Fehlerfälle, kann ich dann da unsinniges Zeug schreiben, etc. pp. All das können wir mit TDCM 3 machen. Was wir aber mit TDCM 3 auch machen können, ist uns die echte Welt anschauen, nämlich nicht nur diesen Deal, so wie wir ihn eigentlich sehen. Weil in der echten Welt ist der DNS-Service so aus, ihr habt euren PC, dort gibt der TU Berlin ein, dann sendet der natürlich den qualifizierten Hostnamen an den Domain-Name-Server. Und was ich bis dato immer beschrieben habe, der berechnet dann die Antwort, ist, naja, woher weiß denn der Domain-Name-Server, den ihr verwendet, woher kennt ihr TU Berlin? Vielleicht sieht er den zum ersten Mal. Ja? Noch nie gehört. Was er dann tut, ist, er fragt einfach mal beim Internet Root Name Service an. Hallo, aber eine Frage. Ich habe da TU Berlin gesehen
Ich habe dazu keine Antwort. Kennst du zufälligerweise irgendjemanden, der mir diese Frage beantworten kann, welche IP-Adresse www.tuberlin.de hat? Da sagt der Internet-Root-Name-Service www. TU Berlin kenne ich zwar nicht, ich weiß aber, wer für tuberlin.de zuständig ist. Gibt ihm diese Adresse zurück. Mein lokaler Domain-Name-Server geht dann zum DNS-Server, der der TU zugeordnet ist, hin und sagt: Sag mal, hast du eigentlich eine Ahnung, welche IP-Adresse www.tuberlin.de hat? Und dann sagt er: Ich weiß es. Und gibt ihm die finale IP-Adresse zurück. Und die wird dann zurückgegeben. Beim Folgeaufruf wird das ganze Spiel hier natürlich nicht so funktionieren. Wenn der lokale DNS-Name-Server vernünftig programmiert ist, der wird den zwischenspeichern, der wird den cachen und wird natürlich nicht jedes Mal nachfragen. Oder auch doch. Letztendlich, wenn ich das hier als mein Testsystem betrachte, weil ich will ja mein Domain-Name-Server testen, muss ich auch diese Funktionalität eigentlich widerspiegeln. Und da komme ich jetzt plötzlich auf meinen verteilten Service. Jetzt habe ich mehrere Schnittstellen. Jetzt habe ich vielleicht verschiedene Sprachen, die da eine Rolle spielen könnten. Und jetzt wird die Sache relativ schnell hässlich, weil ich habe plötzlich Komponenten, die müssen unabhängig voneinander laufen. Im Zweifel müssen die auch woanders laufen. Aber das Gute ist, in TDCM3 habe ich die Möglichkeit, es zumindest erst einmal abstrakt hinzuschreiben, mit sehr überschaubarem Aufwand. Was ich eigentlich brauche, ist jetzt jemanden, der mir sagt: Hallo, ich habe mal drei Testkomponenten und jede dieser Testkomponenten soll eine ganz spezifische Rolle übernehmen. Wir nennen das Paralleltestkomponenten 1, 2 und 3. Und jede übernimmt nur den Job, den sie machen soll. Und je nach Testfall können wir dann dieser Komponente das erwartete Verhalten mitgeben. Wie sieht das aus? Von diesem einfachen Testszenario, was wir vorher hatten, diese Paralleltestkomponente 1 hier oben, ist ja eigentlich unverändert. Die sieht ja nichts anderes. Stimulus, Response, relativ einfach. Was ich aber brauche, ist, wir haben gesagt, Sprache, Interfaces. Wie kommuniziere ich mit meinem System unter Test? Jetzt möchte ich als Testsystem über drei Schnittstellen kommunizieren. Außerdem habe ich ein erweitertes Verhalten. Ich habe zwei weitere Komponenten. Und ich brauche irgendjemanden, der das choreografiert, weil das Zeug ist nicht einfach nur da. Das heißt, wir hatten ja unseren DNS-Tester-Typ, diese Komponente. Und das Gute ist beim DNS-Example, und das ist übrigens auch bei OAuth so, die Art der Nachrichten, die rübergehen über alle Interfaces, sind immer die gleichen, also die Struktur ist immer die gleiche. Das heißt, bisher hatte ich eine Komponente mit einem Port P, über den DNS-Queries kommen. In meinem neuen Anwendungsfall brauche ich einfach drei Ports. Das muss ich einfach nur aufschreiben und sagen, ich brauche drei verschiedene Arten von, also drei verschiedene Zugänge zu diesen DNS-Queries. Den einen nenne ich Client, den anderen nenne ich Root und den anderen nenne ich Name-Service. Und jetzt habe ich mein Testsystem-Interface einmal erweitert. Wieder zurück, ihr guckt euch den Testfall an, ihr schaut euch die Typdefinition an, ihr wisst eigentlich, was ihr erwartet. Ich weiß, dass mein Testfall, der dieses Testsystem-Interface benutzen würde, irgendwie auf drei verschiedenen Kanälen funken wird. Oder zumindest kann. Jetzt brauche ich noch die entsprechende Funktion, diese erweiterten Funktion. Das eine ist, mein alter Testfall, der war ja ganz gut. Er hatte nur zwei Zeilen mehr als der allererste Testfall, aber der funktionierte ganz vernünftig. Das Ding ist jetzt kein Testfall mehr, sondern nur eine Funktion. Da schreibe ich genau das gleiche hinein und bin fertig. So, aus Testfall wird Funktion, aus Testcase wird Funktion. Und jetzt brauche ich noch zwei weitere Funktionen. Eine, die das Verhalten des Internet Root Name Servers beschreibt und eine, die das Remote Name Servers beschreibt. In dem Fall, der Internet Root Name Server kriegt irgendwann mal diese Anfrage. Sag mal, kennst du irgendjemanden,
der TU Berlin kann? Dann sagt er, kenne ich. Und gibt dir letztendlich die Adresse von dem zurück. Und setzt das Verdict auf Pass. Wenn irgendwas anderes kommt, nicht der die Anfrage an den Internet Truth Dame Service in der Form kommt, wie ich ihn erwartet habe, dann sage ich Fail. Das gleiche mache ich beim Remote Name Server, das heißt beim DNS Server der TU. Kommt die Anfrage vernünftig an, hat er sich benommen, schicke ich ihm die vernünftige IP-Adresse zurück, setze das Verdict auf Pass, in jedem anderen Fall setze ich das Verdict auf Fail. Und jetzt brauche ich noch einen Testfall, der das alles zusammenfasst. In dem Falle auch wieder recht einfach zu sehen. Nun macht das alles Sinn. Wir hatten der Testfall 3 hat ein Testsystem-Interface mit drei Komponenten, wir erinnern uns. Diese Main-Test-Komponente läuft auf dem DNS-Tester, wovon wir in dem Fall nicht mal einen Port benutzen, aber wir definieren drei weitere DNS-Tester, den den Klienten spielt, der den Root-Name-Server emuliert und der den Remote-Name-Server emuliert. Ich erzeuge sie. Es ist ein expliziter Erzeugungsaufruf, indem ich diesen, naja, wie soll ich es mal, Prozess, Thread, was auch immer. Diese unabhängige Komponente, die völlig unabhängig von den anderen Prozessen, von den anderen Komponenten läuft, davon erzeuge ich drei. Ich verbinde die Schnittstellen. Wir erinnern uns, jede DNS-Test hat da einen Port P. Den verbinde ich mit der Außenwelt, damit er richtig rauskommt, damit die Nachrichten richtig geroutet werden. Und dann starte ich, und das ist das Interessante an TDCN3, erst baue ich die Struktur der Komponenten auf, dann gebe ich ein Verhalten. Wenn ich einen Thread sage, dann sage ich, starte mal mit diesem Thread und das Verhalten mal mit bei. Ja? In dem Fall erst Struktur, die wir hier aufgebaut haben, und im nächsten Schritt packe ich Funktionen drauf. Und wenn ich das machen kann, dann kann man sich vorstellen, die sind irgendwann mal zu Ende, dann kann ich neue drauf starten lassen, ich kann sie stoppen, ich kann sie töten. Ich kann sehr viele verschiedene Sachen damit machen. Aber dadurch habe ich die Struktur, meine Testkonfiguration, unabhängig von meinem Testverhalten. Und ich kann mit dem gleichen Testverhalten, wie zum Beispiel diesem Client Behavior, hier sehr unterschiedliche Strukturen aufbauen. Oder in sehr unterschiedlichen Strukturen benutzen. Jetzt wird der pfiffige und aufmerksame Zuhörer jetzt sagen, ja gut, aber der ist ja so schnell durchgelaufen, aber wir haben gemerkt, die Funktionen, die hier drauf laufen, die waren ja auch nicht ganz vollständig. Der hat ja da gar nicht beschrieben, was passiert, wenn da nichts kommt. Ja, ich krieg das mit, ich krieg das alles mit. Aber ja, deswegen, hier steht unten, wenn die Client-Komponente muss irgendwann mal fertig werden. In dieser Client-Komponente hieß es, ich krieg die richtige Antwort, oder ich krieg irgendwas anderes, dann Fail, oder ich krieg ein Timeout, dann ist inconclusive. Dann ist diese Komponente zu Ende. Vorher nicht. Wenn die anderen in der Zwischenzeit nichts bekommen haben, dann ist das halt so. Weil sie kriegt auch nichts. Und nach Timeout wird diese terminieren und wir werden das Verdict dieser Komponente übernehmen. Das schlechteste Verdict setzt sich durch. Wenn man das weiß, dann kann man sagen, okay, ich kann hier eine Hierarchie von Bedeutungen aufbauen. Das heißt, ich kann diese Dinger relativ robust bauen, die ich vielleicht nochmal wiederverwenden möchte. Ich weiß gar nicht, ob ich sie verwende, ob sie überhaupt in diesen Konstellationen anfängt. Timeout ist jetzt erstmal nicht wichtig, aber ich gebe ihnen die richtige Bedeutung mit. Das Wichtige hier, wir blockieren bis die kleine Komponente fertig ist, dann terminiert der Testfall. Und damit habe ich auch das finale Verdict. Und ich kann zu meinem Manager gehen und sagen, Pass. Nee, dann gehe ich ja nicht hin. Das interessiert ihn ja eh nicht, das ist sowieso klar. Wenn ich mit einem Fail hingehe und sage, guck, das ist passiert. Das war so ein typischer Schnelldurchlauf über die Grundkonzepte. Ich habe gesagt, wir sprechen über Testautomatisierung. Ich habe gar keine Testautomatisierung gezeigt. Ich habe gezeigt, wie man Tests aufschreiben kann, die dann automatisiert ablaufen können. Ich könnte jetzt natürlich noch die Tools dazu zeigen, wie man solche Sachen macht, wann man sie anwendet. Was wir nicht besprochen haben, ist
Das war ja alles abstrakt. Also ich glaube, das Ding unterhält sich hier bei IPv4 und UDP. Wo steht denn das? Woher weiß denn mein Testsystem das? Also das stand ja jetzt hier nirgendwo. Es könnte sich, also da könnten auch Einzelmännchen durch die Gegend laufen und mit Briefkarten, Postkarten durch die Gegend tragen. Der Test würde passen, weil das nicht weiter beschrieben ist. Was hier beschrieben ist, ist die abstrakte Sichtweise, abstrakt im Sinne von, ich beschreibe meine Daten, ich beschreibe mein Verhalten, auch mein zeitliches Verhalten da drinnen, wann ich was, wo, warum beobachten möchte, um den Dienst bewerten zu können. Die Implementierung des Ganzen ist davon entkoppelt, aber auch in TDC-Reviewing, ich habe jetzt davon Abstand genommen, das jetzt hier im Einzelnen weiter zu, auszuführen, aber in dem Testsystem selber muss ich mich natürlich drum kümmern. Ich muss mich irgendwann mal darum kümmern, diesem Typen, DNS-Tester, eine Bedeutung zu geben. Entschuldigung, dem Port P oder dem Port hier eine Bedeutung zu geben. Irgendwo in meinem Testsystem hat irgendeiner sich mal hingesetzt und hat gesagt, if message comes from Port P, then please send your UDP, dann da und dahin. Das macht einer. Was ich aber nicht machen möchte, ist, das in meinem Testsystem hier auf dem Niveau zu haben, weil ich nicht weiß, wer mir dieses Zeug erzeugt, auf welchem Niveau wir sind. Und wir haben uns hier ausschließlich auf das System unter Test konzentriert, auf die Logik, auf den Applikationslayer des Systems unter Test, nicht auf die unterliegenden Schichten. Der vollständige Tester, alles zusammen, das physische Gerät, was das dann ausführt, muss es natürlich beantworten. Es gibt Mittel und Wege, dieses zu tun. Und typischerweise wird das dann in Komponenten ausgelagert, die ich dann wiederverwenden kann. Das heißt, ich habe bei uns hieß es dann immer sowas wie ein UDP-Port-Plugin. Dann habe ich einfach gesagt, du, Client ist ein UDP-Port. Den bin ich dann ran in meiner Testsystem-Implementierung. In meiner Testsystem-Spezifikation ist das erst einmal unerheblich. Zusammengefasst. Wenn man den CC3-Standard mal so sich anguckt, habe ich den mal durch eine Tag-Cloud laufen lassen, kommt ganz viele lustige Worte dabei raus. Wichtig, Typ. Ganz wichtig. CC3 ist eine typisierte Sprache. Eine streng typisierte Sprache mit einer sehr klaren und auch aufgeschriebenen statischen und operationalen Semantik. Das hört sich immer kompliziert an, heißt einfach nur, dass jeder weiß, jeder versteht das Gleiche darunter, wenn wir was aufschreiben. Wenn ich nicht weiß, weiß ich, wo ich nachlesen kann. Wir haben Komponenten, die wir beschreiben. Wir haben Templates, die wir für die Daten verwenden. Wir haben Ports, die wir verwenden zur Kommunikation. Leider steht ja nicht sowas drin wie Messages, weil dann könnte ich sagen, es gibt auch Procedures. Wir haben jetzt hier das asynchrone Kommunikationsparadigma mal behandelt. Das Gleiche können wir sagen, wenn wir mit echten Funktionsaufrufen machen. Das heißt, ich zum Beispiel Unit-Tests könnte ich genauso programmieren. Würde ich jetzt nicht machen wollen. Und ich würde TDC3 auch nicht einsetzen wollen, ausschließlich Unit-Tests zu beschreiben. Da ist einfach der Overhead zu groß. Geht. Haben wir auch gemacht. Aber wenn ich nur das damit mache, dann ist das vielleicht nicht das beste Tool, nicht das effizienteste Tool. Würde gehen. Ja, wir sprechen über Funktionen, wir sprechen sehr viel über Definitionen, etc. pp. Nun, warum sollte ich TDC3 verwenden? Da stellt ihr euch die Frage. Nicht um mir einen Gefallen zu tun. Letztendlich um ein doch inzwischen ziemlich weit verbreitetes, ich war am Anfang vor 15, 16 Jahren, wäre ich froh gewesen, wenn ich das hätte sagen können. Inzwischen kann man sagen, ja, es ist sehr, sehr weit verbreitet. Es ist Plattform übergreifendes, gibt es auf Linux, auf Windows, selbst auf Mac läuft das. Wir haben es auf Embedded Devices einzelne Komponenten bekommen. Also es unterstützt sehr viele verschiedene Technologien und es kann letztendlich als eine Art Middleware angesehen werden. Als eine Technologie, die euch hilft, auf einem abstrakten Niveau ganz konkrete Aufgaben im Bereich Testen auszuführen. Es ist eine Script, also ich sage zwar, sie ist kompiliert, aber sie wird sehr häufig als Skriptsprache angenommen, weil ich irgendwas aufschreiben muss, relativ leichtgewichtig, was ich dahin habe, auf sehr hohem Niveau, Abstraktionsniveau. Und ich habe diese Middleware-Plattform
damit ich Testmethoden definieren kann. Und das ist das Wichtige. Ich habe eventuell Artefakte in meinem Entwicklungsprozess, aus denen ich das ableiten kann. Woran generiere ich das? Warum soll ich das in JavaScript, was nur mit dieser Library funktioniert? Morgen gibt es diese Library nicht mehr, gegen die sie läuft. Was mache ich denn dann? Oder ich brauche sie mal in Perl oder in Python. Also die Fragestellung TDCM3 oder eine beliebige Programmiersprache, die steht natürlich im Raum. Beliebige Programmiersprache kommt aber immer mit Frameworks. Und letztendlich die Frage hoffentlich zu beantworten, für welche Anwendungsfälle man seine Werkzeuge und seine Werkzeugketten baut. Was uns auch ganz wichtig war, ist TDCM3 auch zur Ausbildung zu bringen und das nicht nur an den Universitäten. Es gibt einen eigenen Syllabus, was einen TDCM3-Experten ausmacht. Dann kann man sich auch prüfen lassen und dann hat man ein Zertifikat, das kann man sich dann an die Wand hängen. Oder auf Stellenbeschreibungen sagen, hey, hallo, ich kann das. Und entweder kann man das fließend lesen, sprechen oder man hat ein Blatt Papier und sagt, guck mal, ich kann das deswegen. Gibt es also alles? Was uns aber wichtig ist, dass wir versucht haben, eine Technologie hier einzuführen und deswegen nehme ich sie als Beispiel für die Testautomatisierung, dass sie im gesamten Softwareentwicklungsprozess angewendet werden kann. Und wenn ich den gesamten Softwareentwicklungsprozess meine, dann meine ich das über die gesamten Abstraktionsstufen. Hier in unserem Projekt haben wir ja sehr viel über die Implementierung und über den Prozess, wie implementiere ich richtig, gesprochen. Was wir uns nicht angeschaut haben, ist zum Beispiel Vorstufen, Prototypisierung, Simulation, abstrakte Spezifikation, Modellkreierung und so weiter. Das kann ja alles auch in einem agilen Prozess mit Bestandteil sein. Wie testet man denn sowas? Testet man sowas oder testet man dann nur unten? Mit TDCM3 hat man die Möglichkeit, auch die früheren Stufen im Entwicklungsprozess zu adressieren. Ich kann genau den gleichen Code, den wir hier gesehen haben, gegen eine DNS-Server-Simulation laufen lassen. Warum? Weil da nichts von UDP drin steht. Ja? Dann implementiert mir mein Kollege, der für die Adaptoren da unten zuständig ist, einfach eine Verbindung gegen das Simulationsmodell. Und ich kann das gleiche Ding einfach wiederverwenden. Und es ist wohl definiert, wie ich das implementiere und was die Bedeutung ist und warum ich es implementiere. Deswegen glaube ich, dass wir hier eine Technologie haben, die das Potenzial hat, an sehr, sehr vielen verschiedenen Stellen benutzt zu werden. Und um die Frage zu beantworten, wann benutze ich denn wirklich TDCM3? Also Unit-Tests habe ich schon Beispiel gegeben. Wenn das mein einziger Daseinszweck ist, weil ich das jetzt als Entwickler mache, ich würde es nicht vorschlagen. Ich würde davon Abstand nehmen. Was wir sagen ist, TDCM3 ist gut an den Stellen, wo Daten komplex werden, weil wir eine sehr mächtige Typisierungssprache und Datenbeschreibungssprache haben. Auf der einen Seite, also je komplexer meine Daten sind, desto attraktiver und desto effizienter wird es damit, auch dieses Framework sich einzuholen. Und je mehr Schnittstellen ich habe. Also eine Schnittstelle, sagen wir mal so, eine Schnittstelle, einfache Datentypen macht keinen Sinn. So typischer Unit-Test. Wenn ich mehrere Schnittstellen habe, mit einfachen Datentypen, dann kann es sein, dass diese vielen Schnittstellen, die ich bedienen muss, durch die verschiedenen Sprachen, auch wenn die einfach sind, durch die verschiedenen Interface-Situationen interessanter werden. Kann sein, muss nicht sein. Wenn dann aber die Daten auch noch komplex werden, sind wir im Prinzip in dem Sweet Spot, wo es dann wirklich sinnvoll wird. Und die Beispiele, die ich aus der Industrie genannt habe, das waren alles Systeme, große Systeme, die genau diese Eigenschaften haben, sehr häufig über komplexe Daten und mit sehr vielen Schnittstellen zu interagieren. So, die Frequently Asked Questions, die sehe ich euch alle an, deswegen habe ich mir mal die Mühe gemacht, die aufzuschreiben. Was muss ich wirklich machen, um das zu tun? Wie sieht denn nun die Implementierung aus? Jetzt haben wir Protokolltesten gesehen, man kann das noch formeller nennen, man kann das auch Conformance-Tests nennen. Ist es nur dafür da? Nein, das hatte ich versucht schon zu erzählen. Kann ich das noch einwenden, um Embedded-Systeme zu testen? Ja. Würde ich eine weitere 1,5 Stunden reden. Wann sollte ich TDCM3 benutzen oder sollte ich doch mein Java, Python, Perl, JavaScript, was auch immer Tool dafür nennen? Das ist eine Abwägungsfrage, da gibt es gute Gründe für das eine oder das andere. Ist es kompliziert, TDCM3 zu lernen? Wieso stellt ihr die Frage? Ich habe es gerade gesehen. Gut, das war nicht alles, aber
Und wenn ich es gelernt habe, interessiert das irgendjemanden? Ja, mich. Also ich find's toll. Finde ich auch mehr Informationen, natürlich. Ab und zu kommt auch die Frage, wir sprechen immer modellbasiert. Übrigens, am Ende des Semesters haben wir noch eine Vorlesung modellbasiertes Testen. Model-Based Engineering. Da kommt auch Model-Based Testen. Seid ihr gerne mit zu eingeladen. Eine Blogvorlesung, 2 Wochen, lernt man auch tolle Sachen. Auch ein bisschen testen, das ist auch eine Sache. Ein Testen, modellbasiertes Testen. Und dann könnte man auch die Diskussion, die Relation TTM3 zu modellbasierten Testen definieren. Sehr häufig kriege ich auch die Frage, Mensch, ich verwende doch hier Selenium. Das, was Selenium kann, finde ich jetzt hier gar nicht wieder. Ja, was machst du mit Selenium? GUI-Testen. GUI-Testen ist nicht so richtig die Stärke dahin. Also das wäre auch so eine Sache, wo TTCN3 wahrscheinlich nicht das Beste ist, auch wenn wir eine Selenium-Integration haben, in dem TTCN3-Tool. Wie weit ist das in größter Anwendungsfälle in Firmen? Ich kenne Firmen, die haben über 1500 Leute unter Waffen, die TTCN3 machen. Und das finde ich ist schon eine enorme Anzahl. Wenn du siehst, dass 1500 TTCN3-Laufzeitumgebungen, Compiler und so weiter mehr oder minder täglich benutzt werden, dann sagt das schon aus. Das muss irgendwie auch funktionieren und auch irgendwie sinnhaftig sein. GUI-Testen ist nicht so. Ja. Ein paar Referenzen zum Schluss. Und damit sollte es gewesen sein. Danach im Handout gibt es noch die Standards selber, aber die will ich jetzt gar nicht durchlaufen. Ist richtig uninteressant. Es sind irgendwie 15 Standards, die man nachlesen kann. Ist inzwischen, wie sie jemals alle ausgedruckt und übereinander gelegt? Ich glaube nicht, aber wenn ich schätzen muss, so viel geworden über die Zeit. Ja, das sollte es gewesen sein, was ich euch über Testautomatisierung mit TTCM3 zu motivieren, warum Testautomatisierung wichtig ist. Denkt immer drüber. Mich ist Tour, wie ich sie anständig in meinen Prozess mit einbette. Deswegen ist es eine wichtige Aktion. Auch wenn ich das manuell tun kann. Ihr habt das sehr gut, glaube ich, in dem Projekt inzwischen auch gemacht. Das aufzunehmen und auch umzusetzen, dass Testautomatisierung wichtig ist. Und wenn ihr mit dem Wissen rausgeht aus dem Projekt, dass ich das morgen auch weiterhin mache, nicht nur, weil ich einen agilen Prozess habe, wo es einen Knopf gibt, ist, wo sind meine Tests? Und außerdem gab es eine Metrik Code Coverage. Die habe ich immer noch nicht fertig. Also wenn das nicht die einzigen Treiber sind, sondern das Bewusstsein, dass ich es brauche, um wirklich im Team zu unterstützen, hochqualitative Software zu entwickeln, dann glaube ich, habe ich meine Arbeit für heute getan. Und wenn ihr Fragen habt, bitte. Nicht. Nö.